Hallo, mein Name ist Tong und ich begrüße dich zu einem Update-Video der Extraklasse, denn es geht hier um drei Themen, wovon ein Thema eigentlich irgendwie Werbung ist, aber trotzdem für dich relevant. Punkt 1, der Livestream zur Game Plus Plus Community Challenge Nummer 15 steht fest, also der Termin. Und zwar ist der nächste Woche Freitag um 20 Uhr, beziehungsweise, man kennt das ja, um 20.30 Uhr. Kommt immer darauf an, wie wir alle gut von der Arbeit kommen. Die Jury ist diesmal ein bisschen anders. Maja hat keine Zeit, wegen Kind. Und dafür kommt Martin vom Daddelclub. Auch ein dufter Typ, der war sogar vor einigen vielen Challenges auch schon mal Jurymitglied. Wir haben ja am Anfang der Challenge eine Abstimmung gemacht, in der du sagen konntest, wie sehr willst du welches Thema. Und ungefähr 200 Leute, die auch entwickeln wollten, haben gesagt, hier, Genetik, super, machen wir. Richtig geile Idee. Und wir haben jetzt 10. Ja, 10 Einreichungsvideos, die wir uns im Stream angucken. Daraus muss ich Konsequenzen ziehen, denn ich denke, es gab in der letzten Zeit entweder zu viele Challenges oder immer zum möglichst schlechten Zeitpunkt. Das kannst du in den Kommentaren gerne kommentieren. Ich brauche jetzt also für die nächste Challenge nicht nur ein Thema, das ist das zweitrangige, sondern einen Termin und eine Länge. Einigen waren die Challenges zu lang, anderen waren sie zu kurz. Und ich versuche, einen möglichst großen Konsens zu finden, dass möglichst viele Leute angesprochen sind und auch Einreichungen machen. Denn es soll ja eine schöne Community-Challenge sein mit vielen Einsendungen. Also unter 100 ist immer noch sehr gut, aber mehr als 20 wären schon cool. Deshalb schreibt da unten bitte in die Kommentare, welche Zeiträume wären für euch ideal, wie lang soll die nächste Challenge gehen. Es kann sein, dass wir dann wirklich mal eine machen, die nur 24 Stunden geht oder 48 oder 7 Tage oder wieder 2 Wochen mal oder 6 Monate, ist euch überlassen. Wichtig ist, nicht ihr als Zuschauer, sondern ihr als Entwickler. Eure Meinung ist hier gefragt, denn ihr müsst ja schließlich hier Arbeit leisten, anders kann man es ja nicht sagen. Gut, also der Stream ist nächste Woche Freitag, das ist der 18., ich glaube, ja, auf jeden Fall Freitag. Freitag, Januar, der nächste, gut, 20 Uhr. Die Erinnerung kommt hier noch, kennt ihr ja, wenn man den Stream ankündigt, so, jetzt habe ich mich aber genug fusselig geredet. Jetzt kommt endlich die versprochene Werbung. Hallo, guten Tag zum Werbeblock. Ich hatte mal die Idee, ich müsste eigentlich mehr über Marketing erfahren und da dachte ich mir, ich guck mal durch die eingängigen Computerverlege und Buchverlege durch, was sich denn da so finden lässt und habe dann im Rheinberg Verlag 2 Bücher gefunden, die mich persönlich interessierten und da dachte ich mir, hey, würdet ihr mir die Bücher sponsern und dafür werde ich dafür ein bisschen werben. Und da fangen wir einfach mal an, jetzt hier ein bisschen näher ins Detail zu gehen mit Growth Hacking. Ich habe mir die Bücher noch nicht durchgelesen, denn das ist eine kleine Mammutaufgabe, denn solche Informationen sind in der Regel meist etwas trockener, wenn man nicht gerade Feuer und Flamme für Marketing ist. Aber man bekommt so ein paar Sachen erklärt, die grundsätzlich funktionieren. Das heißt, wie plane ich meine Zielgruppe? Was ist das optimale Produkt? Das heißt, welche Eigenschaften muss ich bewerben? Was ist mein Unique Selling Point? Was will ich überhaupt erreichen? Und solche Geschichten werden zum Beispiel in Growth Hacking auch durchgenommen. Was haben wir denn hinten drauf? Schon auf einen Blick steht hier dennoch, dass hier Lean-Marketing-Methoden kennenlernen. Ich weiß nicht, was eine Lean-Marketing-Methode ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es etwas sehr Leanes ist. Also etwas Essentielles, etwas Ausgedünntes, aufs Wesentliche bezogen. Ich bin gespannt. Wir haben hier, wie man Ziele definiert, wie man kreative Lösungen entwickelt, was auch immer das bedeutet. Messen, lernen, optimieren. Also es geht auch darum, nicht nur, dass man eine Marketing-Kampagne aufarbeitet, sondern auch hinterher zu deuten weißt, was relativ wichtig ist, würde ich jetzt mal sagen. Ich lese hier gerade eine Bildunterschrift. MySpace-Gründer Tom Anderson grillt einen Hater. Also ich finde es auch ein bisschen lustig. Es ist vollfarbig gedruckt, viele Bilder, viele Sachen, die auch, vor allem geht es in beiden Büchern um Online-Marketing, was ja natürlich jetzt für YouTube in dem Sinne praktisch ist. Es geht also nicht nur um klassische Wege wie E-Mail, Flyer und sowas, sondern es geht auch um Twitter, es geht um allgemein soziale Netzwerke, Facebook, vielleicht auch YouTube, wie man das alles mit einbezieht. Und dann sind wir jetzt auch schon bei Inbound, weil Inbound ist ein neues Modewort, wenn man so möchte, und ist, soweit ich das weiß, ein anderes Wort für Klinkenputzen, aber digital.
Also, wie bringe ich dazu, Kunden an mich als Firma, als Marke zu binden, und dass sie alles das tun, was ich gerne hätte? Das ist sowieso die Grundessenz des Marketings. Wie bringe ich Leute dazu, meinen Scheiß zu kaufen? Und wenn ich richtig gut drauf bin, dann ist der Scheiß, den ich verkaufen will, sogar noch etwas Nützliches. Wie zum Beispiel Mehl. Mehl ist sehr nützlich, denn man kann daraus nicht nur Brot machen, sondern auch Teig. Aus dem man dann nicht nur Brot machen kann, sondern auch Pizza. Ja, oder Brotchips. Aber irgendwie kommen wir am Ende immer wieder auf Brot. Donuts. Aus Mehl kann man auch Donuts machen. Lecker. Und von Donuts kommen wir direkt wieder zu Inbound. So, auch hier gucke ich mal kurz rein. Ihr merkt natürlich, ich habe diese Bücher noch nicht gelesen, denn es dauert ewig, so ein Buch durchzuarbeiten. Ich habe sie mir... Oh, das ist aber nur ein Schwarz-Weiß. Growth Hacking ist ein bunt. Also wer es lieber bunt und ein bisschen günstiger mag, nimmt Growth Hacking. Aber ich glaube, dass man in Inbound mehr, also ist natürlich auch dicker, kann ja mal gucken. Inbound hat 600 Seiten und Growth Hacking hat knapp 400 Seiten. Das ist bei Inbound ein bisschen mehr, ein bisschen deeper geht. Auch vielleicht sogar so tief, dass man es gar nicht wirklich braucht. Wenn ich eine Empfehlung geben würde, würde ich anhand der Zeitersparnis tatsächlich Growth Hacking nehmen, weil es einfach dünner ist, weil es anschaulicher ist in seiner Buntheit und weil es auch für dich günstiger ist. Ne? Aber ich werde mich durch beide im Laufe des Jahres durcharbeiten und vielleicht bringt es ja etwas. Besonders für Spindle kann ich mir vorstellen, dass man da den einen oder anderen Trick oder die eine oder andere Taktik nutzen könnte bzw. testen könnte. Inbound, das Handbuch für modernes Marketing und Growth Hacking. Mehr Wachstum, mehr Kunden, mehr Erfolg. Kauft meinen Scheiß. Die Links zu den beiden Videos sind natürlich in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's auch schon weiter zum nächsten Thema. Werbung Ende. Und das dritte Thema, das ist Spielsklave. Wir sind jetzt in einem neuen Jahr und wir haben jetzt eine andere Arbeitsmoral, möchte ich sie nennen, mal aufgebaut. Und zwar arbeiten wir jetzt mehr oder weniger in Sprints, die monatlich ablaufen sollen. Das heißt, bis Anfang Februar haben wir uns vorgenommen, dass wir ein Textbox-System einbauen, dass wir die ersten begehbaren Häuser bzw. ein begehbares Haus haben und dass wir NPCs haben, die man anquatschen kann. Das sind die drei Ziele, die wir für die Februar-Release sozusagen in Angriff genommen haben. Und das bringt uns sozusagen Druck ein, weil wir jetzt eine Deadline haben und nach der müssen wir uns richten. Das Textbox-System, hier, das habe ich bereits drin, jetzt muss ich den NPC noch vernünftig machen und dann brauche ich noch ein Haus, in das wir hineingehen können. Dann ist die nächste Version schon fertig. Vielleicht, wenn es die Zeit ermöglicht, werden wir auch noch eine neue Map erstellen, damit ihr auch neue Sachen erkunden könnt. Denn das ist ja auch wichtig, nicht, dass ihr immer wieder in demselben lahmen Scheiß rumrennt. Ne? Das waren soweit jetzt erstmal die Neuigkeiten für dieses Mal. Wir sehen uns am Livestream-Tag zum Livestream dann und vergesst nicht euren Fez. Ja.